Dieses Video ist nicht für jeden gedacht, da einige Szenen als verstörend empfunden werden können. Falls ihr für sowas anfällig seid, dann schaltet bitte dieses Video aus oder verbringt eure Zeit in Sicherheit bei den Kommentaren und lauscht meiner Stimme. Obey the Walrus. Ich glaube, wir hatten alle schon mal sowas in der Art. Das typische, ich kann nicht oder ich will nicht schlafen, deswegen sitze ich um 2 Uhr nachts immer noch am PC und schaue mir komische Videos an. Sowas geht meist eher schlecht aus. Das weiß ich aus eigener Erfahrung und manche von euch bestimmt auch. Da kann man auf ziemlich komisches und gruseliges Zeug stoßen. Obey the Walrus ist eins solcher Videos, auf welches man vielleicht eher ungern stoßen will. Okay, am besten zeige ich euch erstmal einen Ausschnitt des Videos. Es kann jetzt sein, dass manche von euch überhaupt keine Ahnung haben, wovon ich gerade rede. Okay, viel Spaß. Ja. Okay, ich halte mal fest. Auf den ersten Blick sieht man eine Person Stepptanzen mit einer recht komischen Musik im Hintergrund. Darauf geht die Person emotionslos langsam auf uns zu und es scheint so, als würde sie direkt in unsere Augen schauen. Am Ende wird ein Bild von einem Walross eingeblendet. Angeblich ist dieses Video von einem spanischen Kult namens La Morsa, was übersetzt das Walross heißt. Das erklärt auch das Bild von dem Walross am Ende des Videos. Nach dem Schauen des Videos soll man für sein ganzes Leben Pech haben. Das hätte ich euch vielleicht sagen sollen, bevor ich das Video abgespielt habe. Aber keine Sorge, ich habe ein bisschen nachgeforscht und einiges herausgefunden, was diese dumme Kult-Pech-Verfluchungstheorie alt aussehen lässt. An diesem Video ist nichts verflucht, paranormal oder was auch immer. Da hat sich jemand einfach einen dummen Scherz erlaubt, von jemand anderem Videoausschnitte geklaut, diese creepy zusammengeschnitten und dazu verzerrte Musik im Hintergrund abgespielt. Bei der Musik handelt es sich um Itsy Bitsy Spider, auf Spanisch natürlich. La pequeña araña en un tubo se subió. Itsy Bitsy Spider went up the water Mit ein bisschen Fantasie erkennt man das schon. Die Videoausschnitte sind aus einer Dokumentation namens Godness Bunny, was übersetzt so viel heißt wie Hasengöttin. Die Doku geht über Johnny Beimer, der auch als Sandra oder Sandy Chris bekannt ist. Johnny ist eine Drag Queen, wurde 1960 geboren und hatte in der Kindheit die Krankheit Kinderlähmung. Seitdem ist er körperlich eingeschränkt. Die Doku kam 1994 in Los Angeles, Kalifornien raus und wurde vor allem in schwulen, Lesben und transsexuellen Clubs gezeigt. In der Doku ist die Stepptanzszene vielleicht immer noch etwas komisch, aber weniger komisch. Mehr gibt es zu Obey the Walrus auch schon nichts mehr zu sagen. Na gut, das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal.